Und jetzt bei uns Andreas Münch, ich grüße dich. Hallihallo, Olau. Olau, ganz genau. Und dieses Jahr in ganz besonderem Sinne. Ein besonderes Jahr für dich. Karriereleiter, ein Schrittchen hoch. Wie war es für dich? Vor allem die Intro. Intro war super aufregend natürlich für mich. Der 11.11. war auch schon super aufregend für mich. Und alle diese Veranstaltungen, die ich zum ersten Mal jetzt als Präsident dann veranstalten darf, das ist eine Herausforderung und macht aber einen irrsinnigen Spaß. Und bis jetzt, glaube ich, ist das auch alles von Erfolg gekrönt. Sieht man den Berg an Arbeit erstmal gar nicht auf sich zukommen und denkt dann, um Himmels Willen. Ja, so ungefähr ist das schon. Also so ganz im Groben wusste ich schon, was auf mich zukommt. Als Vizepräsident bin ich ja von meinem Vorgänger, vom Christian Johann, gut rangeführt worden und wusste, worum es geht. Aber es gibt dann immer so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die kommen dann im Laufe der Zeit immer. Und dann telefoniert man doch gerne nochmal miteinander und sagt, hör mal, wie hast du das gelöst immer? Und genau das tun wir auch. Erfolge gibt es trotzdem zu verzeichnen. Corona zum Trotze, ein erfolgreicher 11.11. Eine erfolgreiche Intro, die Schengelschiffe voll. Macht zufrieden, oder? Es macht sehr zufrieden, macht auch unheimlichen Spaß. Also das Schönste für mich ist, in die freudigen Gesichter der Menschen zu sehen, wenn sie feiern, wenn sie lachen, wenn sie Spaß haben. Das ist im Grunde genommen der Lohn für die ganzen Vorarbeiten. Und da bin ich dann sehr glücklich auch, wenn das passiert. Dass die AKK-Zusatzaufgabe noch die Tollitäten sogar trägt durch dieses Jahr, ist ja was Besonderes. Das hat es das letzte Mal gegeben, wann? 1994 mit dem Michael Hörter. Und jetzt hat sich das für unser Jubiläumsjahr dann so auch gefügt, dass wir die Tollitätenstellung für die AKK übernommen haben. Und ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr guten Griff getan mit dem Prinz Dirk und der Confluencia Jenny und dem gesamten Hofstaat, der dahinter steht. Das ist ein wirklich ein super Team und merkt man gar nicht, dass die erst im Moment jetzt 9 Monate miteinander das Ganze am Vorbereiten sind, am Ausarbeiten sind und jetzt am Genießen sind. Ist es nicht so, wenn die AKK das macht, als Vertretung auch aller Vereine, dass man sich auch als Tollitäten da breiter aufgestellt, breiter getragen fühlt, wo auch der Satz wieder Sinn ergibt, wir sind Prinz? Ja, also wir haben so ein paar Liedzeilen ja dieses Jahr, ne? Also unsere Hymne, die wir an der Intro gesungen haben, wir sind Karneval, wir sind Koblenz, das ist für mich, trifft es das ungemein, genau dieses Gefühl, was wir da dieses Jahr haben. Und wir haben ja im Januar entschlossen, dass wir als AKK das ganze Ding wuppen wollen und haben dann aber auch direkt den Vereinen gesagt, wir schaffen das nur mit euch zusammen, mit den 43 Vereinen. Und wir wollen, dass ihr ein Gefolge stellt. Wir kommen mit Fragen auf euch zu. Wir haben vielleicht auch das ein oder andere Personal, was wir gerne aus eurem Verein für den Hofstaat hätten. Und da war sofort der Rückhalt auch da. Und man spürt das in diesem Jahr. Es ist eine riesengroße Familie. Und das ist richtig, richtig schön. Man sieht es bei deinen Moderationen. Es ist alles sehr authentisch. Du hast da wirklich deine Freude dran. Ich habe sehr große Freude dran, ja. Von daher Kurs beibehalten, neuer Kapitän. Und viel Erfolg für die kommenden Jahre. Ja, danke schön. So, hallo zusammen. Ich grüße dich. Komm doch mal zu mir. Hallo. Wen haben wir hier? Die? Michaela. Michaela? Name? Silke. Wo seid ihr her? Bender. Kettig. Koblenz. Kärlich, aber extremst gemischt. Ich merke schon, aber wo ihr seid, ist Stimmung, mein lieber Schwan. Und das noch so früh, wir haben noch nicht mal 20 Uhr. Hier, wo wir sind, ist voll. Mensch, da haben wir aber Glück, dass Sie dabei sind. Viel Spaß Vielen heute Dank. Abend. Vielen Dank. Viel Spaß. Super. Olaf, ich grüße dich. Grüß dich, Johannes. Du drohst, wie dein Vorgänger selber, zum eingetragenen Markenzeichen hier zu werden. Ist kein Umstand, der jetzt traurig stimmt, oder? Ja, beim besten Willen nicht. Hätte ich mir damals auch gar nicht träumen lassen, dass ich diese Fußstapfen, die der Erich da hinterlassen hätte, annähernd ausfüllen könnte. Ich bin da schon auf einem guten Weg, aber das ist noch viel, bis ich da auch bin. Du hast so eine lange eigene karnevalistische Historie. Wenn du zurückguckst, was war dein großer karnevalistischer Moment, der dir am meisten bedeutet hat? Die Intronisation 1999, meine eigene, als Prinz Olaf, der Erste von Feuer und Flamme.
Und dann mit Sicherheit das erste Mal der Zug kommt, wenn man dann oben steht auch? Ja, sicher. Das ist ein absolut bewegender Moment, wenn du da vorne durchfährst, guckst runter. Und ich glaube, fast noch ein Ticken bewegender war im vergangenen Jahr der erste Zug nach Corona. Und wir kommen da auf den Zentralplatz und wir gucken diese Strecke entlang. Ich habe nur noch Köpfe gesehen. Grandios. Zeigt aber, dass die Leute hier Bock haben zu feiern und dass wir offensichtlich auch ein gutes Produkt liefern, sonst käme ja keiner. Die Veranstaltungen sind alle gut besucht. Das sehen wir auch heute wieder auf dem Schengel-Schiff ausgebucht. So muss das sein. Wenn du den Blick in die Zukunft richtest, Corona hat ja schon Schaden angerichtet. Ist sich das Ganze wieder ein bisschen am Erholen? Ich habe den Eindruck, es erholt sich. Vielleicht ist das eine auch so ein bisschen rausgesundet. Man hat halt ja immer mal so ein bisschen im Vereinsleben Dinge, die nicht so rund laufen, wo man sagt, das müsste man jetzt mal anpacken. Aber es geht immer an Persönlichkeiten ran. Und die haben sich jetzt durch Corona ja, ein bisschen natürlich beglitten. Was wir aber merken, ist, dass die Vereine mit der Zeit gehen. Die haben über Corona gelernt, nochmal nachzudenken. Eine Tradition nicht zum dauernden Wiederholen werden zu lassen, sondern eine Tradition zu wahren und trotzdem modern zu bleiben. Und das merken wir. Dieses Jahr auch was ganz Besonderes. AKK, der Prinzenstellende Verein. Das ist was Besonderes. Hat es 30 Jahre nicht gegeben. Auch was Emotionales? Ja, definitiv. Jubiläum 200 Jahre. Koblenzer Karneval kommt dazu. Das ist grandios, dass es dann auf die AKK fiel. Auch wenn das alles sehr kurzfristig war und für uns auch im Grunde überraschend. Aber da muss ich sagen, da hat das Team, das das mit mir zusammen vorbereitet hat, eine Wahnsinnsarbeit gemacht. Wir sind auch echt zusammengewachsen und das ist bislang ein super tolles Ergebnis. Ausblick auf den Romo, was gibt's Neues? Wir sind wieder größer geworden. Wir haben es geschafft, wieder mehr Kapellen zu verpflichten. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich finde die Musik gut, deswegen gehen wir auch auf Jungle Schiff. Und trotzdem ist so Live-Musik, das gehört dazu. Und das macht so einen Zug aus. Deswegen sind wir immer ganz froh, dass wir da wieder mehr Kapellen haben, mehr Gruppen haben und eben einen attraktiven Zug abliefern können für die Zuschauer. Dann wünsche ich dir für die nächsten 30 Jahre eine glückliche Hand. Ja, vielen Dank. Ich werde es meiner Frau ausrichten. Danke. Wir sind auf dem Schengel-Schiff 2024. Ist hier Stimmung? Oh, meine Güte. Wen habe ich denn hier? Du hast die... Du weißt seinen Namen nicht? Du hast die Führerin hier, der Stadt Koblenz, ja. Oh, und wen habe ich hier? Die Silvi. Und die bist du Koblenzerin? Ja, sicher. Ich bin Koblenzer Schengel. Seid ihr jedes Jahr auf dem Schengel-Schiff? Aber sicher da. Natürlich, seid ihr und ihr. Ganz klar. Wo ihr seid, ist was los, hä? Ja, okay. Dann viel Spaß und dreifach Donner Koblenz. Wow. Koblenz, wow. Schengel-Schiff. Wow. Dankeschön. Wir sind auf dem Schengel-Schiff. Wen haben wir denn hier? Die Jessie. Meine Güte, was ist denn deine schönste Karnevalserinnerung? Sag mal. Schengel-Schiff, immer wieder. Ja? Ja. Bist du schon öfter hier gewesen? Ja. Jedes Jahr wieder. Und wo du ist es Stimmung, ja? Ja, 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 ja. Absolut. Und wen haben wir hier? Servus, Name. Okay, sehr gut. Na ja, wünschen wir weiterhin ein schönes Schengel-Schiff. Dankeschön. Tschüss.